Für Nicht-Südtiroler und Tiroler, eine kurze Erklärung: Der Schlern ist eine Monatszeitschrift für Südtiroler Landeskunde. Der thematische Schwerpunkt sind Wissenschaft, Forschung, Kunst, Kultur aus landesgeschichtlicher Sicht. Die Zeitschrift ist nach dem Schlern, einem ungefähr 2560 Meter hohen, charakteristisch geformten Berg in Südtirol oder mitten benannt. Er war eine eigenständige Zeitschrift, gegründet 1920 nach der Teilung Tirols, wurde vom Faschismus zuerst und von den Nazis nachher verboten und erst 1946 durch eine Genehmigung der Alliierten wieder ins Leben gerufen. Warum ich das sage? Also 1946 ist ein gerade nach der Wiedergeburt des Schlern entstandene Ausgabe. Man sagt 20. Jahrgang, Juli 46, siebtes Heft. Und der berühmte Karl Felix Wolff, ein Mythos unter Heimatkundforschern, ein Heimatkundler, ein Geschichten- und Sagenerzähler, dem man unglaubliches kulturelles, speziell was Dolomitensagen betrifft, bedankt und ihm dankt, haben wir es gefunden. Von Seite 203 bis Seite 204, eben in diesem siebten Heft vom Juli 1946. Ich lese einige Seiten daraus vor, nicht einige Seiten, einige Zeilen. Vom Finchka Obstbau. Stundenlang mag man da herumwandern und staunen über die Üppigkeit der Flur und die Fülle des Sehens. Im Anfang ist man davon wie geblendet. Aber allmählich lernt man auch die Kehrseite kennen. Der wunderschöne Baumgarten ist nämlich in Wirklichkeit eine Kulturwüste und leidet an ganz bedenklichen Kulturkrankheiten. Das wird einem klar, wenn man gewissen Fuhrwerk begegnet, denen auch die Einheimischen gerne in großen Bogen ausweichen. Auf diesen Fuhrwerken stehen Pumpen, die in weitreichendem, trübem Strahl eine giftige Flüssigkeit ausspritzen. Man muss sich sehr davor hüten, dieses abscheuliche Nass ins Gesicht oder gar in die Augen zu bekommen. Fragt man nach dem Zweck der widerlichen Spritzerei, so heißt es, sie sei unbedingt notwendig, um die Schädlinge zu vertilgen. Ja, man müsse sogar die Flüssigkeit immer schärfer und immer giftiger machen, denn die Schädlinge werden immer zahlreicher und die Bäume immer anfälliger. Später, es fragt sich, ob man einen solchen Zustand überhaupt dulden solle und ob es nicht besser wäre, die verderbliche und übrigens auch sehr kostspielige Spritzerei gänzlich einzustellen. Wer so redet, regt ein Aufruhr unter den Finchgauer Landwirten. Denn, so sagen sie, dann würden die Obstbäume unser kostbares Gut in kurzer Zeit eingehen. Woher kommt nun dies Unheil? Früher hatte man doch auch Obstbäume und brachte sie nicht mit Gift zu bespritzen. Warum waren die Bäume damals widerstandsfähig? Warum sind sie es heute nicht mehr? Die Antwort ergibt sich einem aufmerksamen Beobachter, wenn er die Kulturwüste des großen Baumgartens so wandert und feststellen muss, dass fast gar keine Vögel mehr vorkommen. Ja, Raben streichen noch manchmal darüber und ganze Scharen von Spatzen. Aber sonst, wo soll denn auch dieses arme Kleinvolk nisten, wenn der Mensch die letzten Spuren der freien Natur rücksichtslos austilgt, wenn er von den Obstbäumen die Rinde runterkratzt, überall die Ruhe stört und zuletzt noch Gift spritzt? Aber nicht nur die nützlichen Vögel sind verschwunden, auch anderes Völkchen, das die Fluren beleben sollte, ist nicht mehr da. Fledermäuse, Rindelnatter, bla 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 bla. Was immer mehr überhand nimmt, was allenthalben kriecht und schwirrt und nagt, ist nur Ungeziefer. So schön und sauber hat man den großen Baumgarten eingerichtet, da ist nicht eine einzige Hecke und nicht ein einziger alter Baumstumpf darin zu erblicken sind. Etwas später. Wenn aber der Mensch jede Hecke niederbrennt, jeden Baumstumpf ausreißt und das letzte dürre Laub mit dem Rechen wegfegt, um ja keinen Fußbreit Flurboden zu verlieren, so wird er bald seine besten Freunde vermissen und nur noch Gelichter um sich sehen. Vielleicht verdankt es dem letzten Waldstreifen an der Etsch, dass der große Baumgarten zwischen Flanders und Köflern überhaupt noch Früchte trägt. Denn dort unten im Gebüsch und Gehölz
ist noch ein Rückzugsgebiet für allerhand nützliche Tiere. Tja, warum sich Karl Felix Wolff ausgerechnet den Finchgau ausgesucht hat, wird es nicht erklärt. Denn solche Situationen gab es sicher damals in den übrigen Obstbaugebieten Südtirols auch. Jedenfalls bereits 1946 thematisiert er mit großartiger, präziser Beobachtungs- und Interpretationskompetenz, welche Fragen, welche Befürchtungen, welche Befunde uns auch heute noch bewegen, mehr denn je. Mittlerweile sind wir ja bei 45 bis Spitzen bis zu 90 Kilo Pestizide pro Hektar und Jahr. Das sage nicht ich, das sagt ISPA und ISTAT. Und mit zum Teil sehr viel giftigeren Sachen, die langwirkend giftiger sind, weil sie Speichergifte sind, neurotoxische Sachen sind, teratogen, mutagen, kanzerogen. Und so sollte man eigentlich Karl Felix Wolff, der großen Karl Felix Wolff, zum Begründer und Initiator der Antipestizidbewegung einerseits und zum großen Vater der Naturfreunde und der Umweltschutzbewegung Südtirols machen. Herzlichst, euer Johannes.